So, nachdem wir das letzte Mal der Stadt die einzig interessante Charakteristik genommen haben, nämlich dass sie unter Wasser lag, werden wir jetzt auch noch in die Minen reingehen und die letzten Schätze plündern, die sie haben. Und uns danach als Helden feiern lassen. So, alter Mann, was hast du zu sagen? Das Wasser hat Tonnen von Gesteinen aus den Minen gespült. Vielleicht finden wir jetzt Edelsteine und Erze, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Nicht, wenn ich sie vorher klauen kann. Ich bin nochmal in die Mine gegangen. Habe ein paar Sachen gefunden, nämlich das Drachenschild. Schütz vor Feuer, das wäre an Jared gegeben haben. Das war die Truhe, die ich letztes Mal nicht erreicht habe. So, des Weiteren... Oh, ich bin fast tot, wie schön. Des Weiteren hat Mia durch Level Up noch ein tiefes Gebet gelernt. Ich weiß jetzt nicht, was der charakteristische Unterschied ist zwischen dem Gebet und dem tiefen Gebet. Ob sie da jetzt zum Vater Unser noch ein Ave Marie draufhaut oder... Ich weiß es wirklich nicht. Und ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, dass diese Stadt... Wer hat diese Stadt erbaut? Wer hat sie geplant? Wo hat man sich gedacht, so, hey, ist hier was? Eine Stadt, bei der die einzige Möglichkeit ist, zu anderen Häusern zu gelangen, Leitern sind. Das klingt wie eine gute Idee. Das ist eine gute Infrastruktur. Was ist, wenn ich jetzt vom Objektladen, keine Ahnung, eine große Menge zum Innen tragen muss? Einen Karren kannst du nicht nehmen, weil du damit nicht hochkommst. Ja, whatever. Ich bin der Meinung, dass diese Stadt hier nicht gut durchgeplant ist, sagen wir es so. So, was habt ihr noch zu sagen? Und in meiner Heimatstadt nicht verlassen, da bin ich zurückgekehrt. Guck mal, die Leute ignorieren einfach alles, was ich getan habe. Ich habe gehört, jemand hat die Wasserbestien getötet und dann ist er wieder zurückgekehrt. Ist innerhalb von 2 Sekunden. Ihr habt keinen scheiß Twitter oder sowas. Woher wisst ihr das so schnell? Ich habe die Monster nicht besiegt. Ich muss dich daher einfach küssen. Hey, du wirst ja auf einmal... Oh mein Gott. Was? Lass mich dir ein Küsschen danken. Hey, du hast ja... Okay, das ist die Einzige, die mir dankt. Und das... Weißt du, das ist die einzige Person in diesem ganzen Dorf, die mir dankt, ist ein kleines, 10-jähriges Mädchen. Und alles, was sie mir anbietet, sind sexuelle Dienste. Das ist doch abartig. So. Okay, das ist dann die letzte Station für diese Stadt. Und... Ah ja, genau. Jetzt sind wir hier in Zufallskämpfen drin. Oh Gott. Ich möchte etwas sagen, aber die Worte kommen nicht heraus. Und zwar, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich die Möglichkeit habe, das Spiel, ne, so ein bisschen schneller zu machen. Indem ich bei mir auf die linke zweite L-Taste drücke. Es gibt ja nur die linke L-Taste, whatever. Habe ich immer gesagt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee für die Zufallskämpfe. Dann kann ich eigentlich nämlich Zufallskämpfe insofern beschleunigen. Dann muss ich sie nicht rausschneiden und ich habe immer noch den Trainingseffekt davon. Das Ganze wirkt halt ein bisschen lächerlich, wenn die Musik dann plötzlich geht, aber es ist eigentlich ein gutes Mittelding. So muss ich keine heilige Feder nehmen, um sie komplett zu ignorieren. So kann ich einfach... Ja, das Ganze schön beschleunigen. Wie gesagt, es ist nicht die Ideallösung, aber... Ajo. Wann habe ich mich schon mal jemals für eine Ideallösung entschieden? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Knuff? Da war ein Merkur-Gin. Was mache ich jetzt mit dem? Okay, ich nehme mal an, da ich diesen Baumstumpf nur nach... Ich kann, wenn ich es richtig sehe, kann ich die nur um ein Feld verschieben. Oh toll, und dann bewege ich mich 1 cm und schon gibt's einen Kampf. Also da ich den Baumstumpf jetzt nur um 1 cm verschieben kann, denke ich mal, ich muss ihn einmal verschieben und wahrscheinlich eine Eissäule machen. Wäre zumindest meine Vermutung. So. Auf geht's. Jared zeigt uns seine frostigen Fähigkeiten. Laut Komplettlösung bin ich schon knapp 50% mit dem Spiel durch, was mich etwas wundert. So, warte mal. Will ich jetzt das so haben, oder? Oh, warte mal. Muss ich da jetzt so drüber springen? Oder? Ah ja, doch, okay. Aha! Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war, aber... Hä? Wir werden es gemeinsam herausfinden. Also, ich könnte erst die Strecke abgehen, wie ein intelligenter Mensch, und dann
Schauen, wo mich das Ganze hinführt. Oder aber ich ignoriere alles und mir gehört dieser Wasser-Gin. Sehr schön. Wenn das hier wirklich schon... Oh, ich wollte mich vorher heilen. Wenn das hier schon 50% des Spiels sein sollten, dann muss ich tatsächlich sagen, dass ich... beim ersten Mal durchspielen eigentlich relativ weit gekommen bin. Was mich wundert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich... Wow! Ivan! 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 Ivan, mein Kleiner! Warum bist du so nutzlos? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Vielleicht... Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Damage macht! Der kleine Süße! Oh mein Gott! Egal. Jetzt wurde er besiegt. Na, wundervoll. Aber das Schöne ist, wir haben jetzt... Merkur-Quinn-Quelle. Merkur-Quinn, genau. Merkur-Gin. Den geben wir jetzt nämlich auch noch ihr. Und damit haben wir jetzt 4 Gins von einer... von einem Element. Und damit können wir jetzt auch wundervollerweise die stärkste Beschwörung dieses Elements hervorrufen. Höher als 4 geht's nicht, hatte ich schon mal gesagt. Von daher... Aber es ist gut, dass... Ja, ich kann heute nicht reden. Mit... Nein! Ich werde mit Quarz dann im nächsten Kampf auch Ivan wiederbeleben. Nein, ich lasse ihn nicht tot, auch wenn sich das wahrscheinlich viele wünschen. Okay, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der sich das wünscht. Aber... Und daher werde ich jetzt kein Lebenswasser an ihm verschwenden. Oh Mann, ernsthaft? Weil es ist wieder so ein perfektes Beispiel von, vielleicht sollte man sich erstmal anschauen, was man da eigentlich genau macht. So. Quarz, auf geht's. Am Boden. Nova, auf geht's. Du benutzt dann mal, kann ich? Boreas, der Gott des Nordwindes. Gott sei Dank. Geht es eigentlich um Wasserelementar und nicht um Wind. Von daher verstehe ich jetzt nicht ganz. Na gut, schauen wir uns an. Genießen wir. Okay! Haufbold wurde erlernt. Das war irgendwie ziemlich unbeeindruckend. Das sah aus, als wäre es ein gigantischer Fleischwolf, durch den man einfach... Was? Nee, noch viel besser. Das sieht aus... Nein! Das sah so aus wie in einer SpongeBob-Folge, als unter Wasser Schnee liegt. Ja, hinterfragt es nicht. Und die eine Schneeballschlacht gegen Thaddäus anfangen, Patrick und SpongeBob. Und dann tut Patrick einen Trichter. Wunsch füllt 80 KP von jedem auf. Auf geht es! Tut einen Trichter in SpongeBob reinstecken. In eines seiner Löcher. Und steckt dann jede Menge Schnee rein und spuckt das Ganze aus mit jeder Menge Schneebild. Und genauso sah das jetzt aus. Ich denke, was? Mein, what the fuck? Oh ja. Das ist schön. Holy Damages. Komm, stirb. Stirb, du Affe. Danke. So, was gibt's hier oben Feines? Also, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Beschwörungen, aber das als ultimative Beschwörung ist einfach ein bisschen... Ich weiß nicht. Weißt du, du hast bei Spielen wie... Final Fantasy hast du Shiva als Eisgöttin. Und die war schon immer ziemlich beeindruckend. Egal in welcher Reinkarnation, in welchem Spiel oder was auch immer. War Shiva einfach immer sehr beeindruckend. Und jetzt hast du hier so ein Fleischwolf durch den. Warum hat Mia die meisten HP? Mit Abstand! Die meisten fucking HP! Die wird mein Tank, ich schwör's. Ich steck dir eine Rüstung an und dann geh die an die vordere Front und tank die ganze Scheiße hier. Was gibt es hier oben? Was gibt es hier oben? Ich wette eine Sackgasse. Ich wusste es!
Vorsicht, Steinschlag. Schlag nicht gegen die Wand, es könnten Felsen herabfallen. Auf geht es! Das klang wie eine großartige Idee. So, was passiert jetzt? Ah, passiert doch gar nichts. Wow! Wow! Oh, ich muss es nicht bewegen. Die Musik. Indiana Jones und B.O.B. Gut gemacht, Isaac! Du bist so nutzlos! War das richtig? Warte mal, war das richtig? Habe ich damit alles ruiniert? Kann es sein? So. Warte mal, das ist doch jetzt... Da komme ich doch wahrscheinlich wieder zum Anfang von der Höhle raus. Denke ich mal. Ja, wir werden es gleich herausfinden. Ja, okay. Nee, warte. Hä? Warte, hä? Warte, hä? Das ist doch der Anfang der Höhle. Warte, warte, hä? Moment. Irgendwie verstehe ich gerade nicht die Aufstellung dieser... Warum kriegt ihr eigentlich... Spuk! Spooky scary skeletons send shivers down your spine. Okay. Warte mal, jetzt nehme ich mir trotzdem mal kurz eine heilige Feder zur Hand, weil ich herausfinden will, in aller Ruhe, wie diese Höhle eigentlich aufgebaut ist. Ja, es hat sich gelohnt. Die ist gar nicht so kompliziert. Also hier. Hä? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Also dann bin ich ja vorhin von Anfang an richtig gegangen. Ich hätte gedacht, da gibt es noch mehr Abschnitte. Und dann bin ich da reingegangen. Und was? Oh, warte mal. Ich bin letztes Mal da nach unten gegangen und hier war ich noch nicht rechts. Oh, warte mal. Ich verwirre mich selber. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Warte, was übersehe ich? Weil hier, genau, hier bin ich ja letztes Mal doch lang gegangen sogar. Von daher. Fehlt mir irgendwo eine Lore? Oder muss ich da runterspringen? Oh! Hoho! Natürlich! Naja, whatever. Was zum Fick? Wo sind wir denn? Vielleicht hätte ich vorher heilen sollen. Aber wird. Wow! Großer Kumpel! Was machst du denn hier? Ach du Scheiße. Trockne. Auf geht's. Und du? Oh, tiefes Wunsch. Das ist halt so eine richtige Soraka-Ulti. Ungelogen, das ist eine Soraka-Ulti! Weil Sorakas Ulti heißt auch Wunsch. Wish. Und halt alle Charaktere im eigenen Team. Egal wo sie sind. Was zum Fick? Gott, Riot Games. Gott fucking Riot Games hat mal wieder geklaut. Ja gut, aber das ist echt nichts Neues. Da müssen wir uns nichts vormachen. So. Nova. Er ist ja schön anfällig gegen Blitz und die heilt einfach mal weiterhin. Die gute Mia. Habe ich bis jetzt eigentlich schon einen Gegner getroffen, der mich wirklich in die Bredouille gebracht hat? Also so wirklich hardcore in die Bredouille gebracht hat? Weiß ich gar nicht. Ich meine, klar, der ein oder andere hat mal einen Charakter von mir gekillt, aber... Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Was ist denn jetzt für ein ganz anderes Shit? Ich denke, gegnerischen Widerstand, ja, auf geht's. Und Mia, die meisten HP hat. Oder KP. Und die wird ignoriert. Die wird einfach komplett ignoriert von dem Jungen. Von diesem Leviathan-artigen Viech. Ja. Müssen ihn noch langsam haben. Den Jungen. Ich meine, ich könnte mit meinen Djinns meine Stats mal hochboosten, aber ich... Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das der übertriebene Endboss ist, bei dem ich das jetzt einfach nötig hätte. Und dann will ich ihn einfach noch mit so... vielen... Ah, geht doch, siehst du. Ivan ist Level 17 Magier, hat gerade irgendwas gelernt. 2400 Gold, was ist da los?
Wir haben es geschafft, Diablo. Wir haben die letzte Wasserbestie besiegt. Oh Gott. Weißt du, wie lange es jetzt her ist, dass ich den gesprochen habe? Ich frage mich, warum sich Althins Statuen in Monster verwandelt haben. Ist das nicht eher eigenartig? Oh, ich bin mir sicher, dass ihr so etwas ständig zu sehen bekommt. Trotzdem ist es eigenartig, dass der Grund der Mine aus Steinreliefs besteht. Die Wächter der Statuen wurden vor langer Zeit erschaffen. Wozu sind sie da? Piu piu! Hinter der Wächterstatue steht eine Schatzkiste. Das muss mit den Ruinen zu tun haben, die tief in der Mine vergraben sind. So muss es sein. Hey Diablo, wir sollten diese Truhe untersuchen, bevor wir gehen. Ich fühle mich heute echt nicht in der Lage, irgendeinen anständigen deutschen Satz rauszubringen. Und irgendwas richtig vorlesen zu können. So, warte mal. Ivan hat irgendwas gelernt. Was hast du gelernt, Ivan? Ivan, sag mir, dass du was Nützliches gelernt hast. Ich hasse dich, Ivan. Ich hasse dich. So. Schwebestein an Ivan. Ivan. Aktiviert Telekinese. Okay. Warte mal, ich wollte gerade mal schauen. Ball der Kraft, Tatenus, Lebenswasser. Öltropfen, Schnappperlen. Aktiviert Fänger. Weil jetzt? Warte mal. Haha! Haha! Jetzt verstehe ich das Ganze erst. Oh Gott. Nein, ich verstehe es schon vorher, aber... Ich habe es mir jetzt erst nochmal vor Augen geführt, dass ich ja Items habe, wie wenn ich sie jemanden anlege, die auch noch zusätzliche Synergie davon bekommen. Und ja, die ich auch durchaus gebrauchen kann für dieses Spiel. So, dann heißt es wahrscheinlich, dass ich jetzt mit Telekinese... Oh, fucking ja. Kann ich da jetzt durch? Holy. Was ist es in der anderen Höhle noch? Oh Gott, das muss ich offscreen machen. Es gab in der anderen Höhle nämlich auch noch so einen Stein. Aber ich weiß jetzt nicht mal mehr in welcher, von daher muss ich das echt... Ja, mach mal offscreen und ich sage euch dann, was dahinter war. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß? Vielleicht sage ich einfach gar nichts. So. Eishorn hat sie gelernt. Was ist das denn? Zeig mir Eishorn. Kleine Mia, zeig mir Eishorn. Zeig mir dein hartes, kaltes, eisiges Horn, das du unter deinem Mantel versteckt hast. Ja, das war gar nicht so beeindruckend. Dankeschön, Mia, für diese Demonstration von absolut nichts. Okay, da ging es nicht weiter. Da geht es... Ich denke mal, rein vom Ausschlussverfahren wird es hier nicht weitergehen, sondern nur etwas... Haha! Weil nämlich das hier ein, in Anführungsstrichen, Rätsel ist, das wir schon lange lösen könnten. Aber das Neue jetzt, jetzt haben wir die Telekinese gelernt, das heißt, der richtige Weg wird der sein, bei dem wir die Telekinese auch einsetzen müssen. Guckst du mal. Bisschen Ahnung von Spiel, Spielgestaltung, Leveldesign... So ein Shit habe ich schon, ne? Kleines bisschen. Wenn ich Spieleentwickler wäre, ich würde richtig beschissene Spiele machen, so viel ist sicher. Kein Unterhaltungswert, kein Gameplay, keine Story. Warum genau bin ich jetzt nicht normal zur Tür rausgegangen? Tempel des Lama, oh. Hey. Oh. Warte. Habe ich irgendwie eine Weltkarte oder sowas? Irgendwas? Oh, Tatsache. Wo war ich denn vorher? Althin. Okay, jetzt bin ich da. Aha. Aha. Lumpa. Aha. Ja, so viel zu, ich habe 50% des Spiels durch. Ja, wobei das, wenn man es mal so sieht... Ja, es könnten ungefähr 50% der Karte sein. Aha! So, okay.
Ja, dann werde ich. Ja, gut. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Vermutlich gleich beim Tempel des Lama. Warte, warte, warte. Mehr werdet ihr davon nicht sehen. Beim Tempel des Lama wieder. Und ich werde offscreen noch ein bisschen was in der Höhle untersuchen und nach dem anderen Stein schauen. Gut, das war Episode 19. 19. Wir sehen uns beim nächsten Mal.